So. Was hast du für ein Substrat drin, wo es nicht so gelblich ist, frage ich? Ich tue schon lange Zeit, da bin ich auf den Zug von Walter Pall aufgesprungen. Der Walter Pall ist ein deutscher Bonsaianer, der tut seit Jahren ein Mineralsubstrat nehmen. Und das habe ich auch gemacht, angefangen, weil die Qualität teilweise nicht mehr ganz so gut war. Jetzt bessert es wieder ein bisschen. Das Mineralsubstrat hat den Vorteil, ich kann es beim Umsetzen wieder verwenden. Also das, was super rausgeht, kann ich wieder brauchen. Das zerfällt nicht, zerfällt auch im Winter nicht. Und es hat, ist einfach konstant. Es ist immer. Es gibt keine Pampen, es lässt das Wasser ab, es gibt keine Staunässe. Ist hervorragend. Nachteil von dem Substrat ist der pH-Wert. Der pH ist sehr hoch, mit 7,5. Und da gibt es Dünger, die speziell Säure zusetzen. Und ich tue heute alle Bäume, nicht nur die Azaleen, mit dem Roderdünger düngen. Weil ich habe, eben bei diesen 250 Bäumen habe ich nur Leitungswasser. Okay. Ich habe nur für die Azaleen ein Fass Regenwasser und noch ein beschissenes Fässchen. Ja. Das langt mir vielleicht gerade so über den Winter, über den Sommer. Aber mit dem Dünger bringe ich das Mineralsubstrat auf den pH von 4,5 ab. Und das funktioniert hervorragend. Noch aus Information, der Wolfgang braucht in diesem Fall für die Azalees wie aber für die anderen Bäume das gleiche Substrat. Dementsprechend muss er aber etwas machen, für das bei Azaleen der pH-Wert runterkommt. Weil die meisten, darum habe ich ja vorhin gefragt, es ist nicht gelb, weil viele haben natürlich Kanuma drin von dem her. Und das Substrat Kanuma ist ja vom pH-Wert viel tiefer. Dementsprechend. Aber wenn ihr normales Substrat nehmt für die Azalees, dann müsst ihr eben mit dem Dünger, wie es jetzt der Wolfgang erklärt hat, müsst ihr etwas machen, für das der pH-Wert in die Säure runterkommt, also saurer wird. Aha, okay, dann tust du aber Leitungswasser brauchen für die meisten Bäume, he? Also außer die Azaleen. Alle Bäume außer die Azaleen. Okay. Außer die Azaleen. Ja. Weil die Azaleen hat das Problem, dass sie nicht nur von der Säure her ein Problem hat, wenn der Boden zu wenig sauer ist, sondern sie hat auch mit dem Kalk Mühe. Ja. Also der Kalk bringt euch die Azaleen tatsächlich um. Ja. Das mögen sie einfach auf Dauer. Und es geht schnell, ich kann aus Erfahrung reden. Es geht schnell, es kann schnell gehen. Es ist mir einmal passiert, als ich kein Regenwasser mehr hatte. Und dann habe ich gedacht, komm, um überbrücken. Ich habe es probiert, ein bisschen zu mischen. Ich habe es schlecht gemischt. Es ist gegen noch zu viel drin. Es ist auch schnell gegangen und dann ist es weg gewesen. Also wirklich, nehmt euch das ernst. Und sonst tut man ein bisschen Essig dazu mischen. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Ja, wenn nichts mehr anders rum ist, dann musst du improvisieren. Der hat gestern kein Wasser gehabt. Und sieht jetzt, der saugt ziemlich auf. Ja. Der ist gestern vergessen gegangen. Naja, gibt es bei 200 Bäumen zwischen den 250. So, voilà. Also. Wow. Sieht wieder gut aus. Mehr oder weniger wieder gut, okay? Mhm. So. Jetzt kann er wieder wachsen. Wo habe ich jetzt noch einen? Wo ist das? Jetzt tue ich den geschwind zurückschneiden. Das können wir machen. Dann kannst du es laufen lassen. Dann schneide ich den noch geschwind zurück und nehme den raus und hacke ihn nebeneinander. Ich habe es schon gesehen. Mir schon geschnitten. Weil der muss eh weg, weißt du? Der macht mir zu lange Austrieb. Ja. Und die Blüten sind vorbei. Und ich will ihn mehr von innen her. Aufpassen, den habe ich gebrochen.
Ja. Das ist manchmal ein Problem mit der Katze. Die Katze laufen natürlich durch das Süd durch. Ja. Und wenn sie den Käfer findet, der drauf herumkrebelt, dann gehen sie dahinter. Und dann ist es halt dummerweise manchmal so. Ja, gestern habe ich, oder vorgestern habe ich das Video gemacht vom japanischen Ulm eben. Ja. Und dort habe ich erzählt, ja, boah, etwas. Dort habe ich im Winter habe ich die schnell auf die Seite getan. Die ist ja bei mir draußen im Winter. Ja. Also auf die Seite getan, am Boden gelegt. Habe etwas anderes gemacht. Als ich zurückschaue, habe ich meinen Hund. Ah, liegt gerade drauf! Nein, so. Ah, Scheiße! Sie ist quer im Mauer, genau, hat er sie gehabt. Genau. Quer genau, im Mauer. Genau. So. Ah. Dann habe ich, nein! Ein Anstattbiss hatte ich. Ja, klar. Ja. Dann Löcher drin, natürlich. Ja, oben hat er schon ein bisschen anders, aber knabbern. Ja. Ah. Die ist voll gepasst, aber die hat sich super erholt. Ja, das ist für dich nicht so. Ja. Auch bei mir, die Katze geht, die eine, die Braun, die geht gerne tragen und kaffeln. Ja. Die knabbert immer ein bisschen an das. Aber sie tut es nicht abbeissen oder sie. Eben die, dann bricht sie es eigentlich nicht ab. Ja. Dann ist mehr oder weniger alles okay. Okay. Aber wenn sie. Irgendwie eben etwas findet, dann springt sie rein. Was hat sie jetzt? Sie hat die ganze Esszimmer, hat sie Zeug runtergeschmissen. Hat sie irgendeinen Vogel gebracht, hat Kumpel an, wir sind nicht rum gewesen. Und dann hat sie den natürlich, und dann fliegt alles vor. Ja. Aber ich meine, das passiert ja in der Natur auch. In der Natur werden sie auch angekatscht und abbissen natürlich. Und so. Also natürlich. Von dem her passt es. Ja. Dann habt ihr jetzt gesehen, wie wir da wieder sehr schnell und wie sagt man dem, kompromisslos das Zeug zurückschneidet. Die Azalee wird jetzt überall an den Stellen, wo sie kahl ist, wo das volle Licht reinkommt, wird sie anfangen austreiben und wird mir da damit wiederum schönere Polster machen. Das ist da für mich relativ wichtig, weil die halt grossblättrig ist und da hätte ich gern, je mehr verzweigt das sie ist, umso kleiner wird das Blatt. Also ist das einmal ein Punkt. Der zweite Punkt ist schon relativ lang. Ihr seht es in dieser Schale rein. Die kommt wieder in die Schale rein. Aber sie braucht wieder ein bisschen neues Substrat. Ein bisschen von nahem. Nur mal die feine Wurzel, die Azalee hat. Das ist immer das Spezielle bei Azalee, dass sie so feine Wurzeln haben. Da haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen gemischt. Da haben wir jetzt etwa 30% Kanuma drin. Okay. Das nehme ich jetzt einfach, weil es da ist. Ja. Also sonst, wenn ich wieder neu anmachen muss, dann gibt es wieder ein bisschen weniger. Oder je nachdem, was ich da habe. Aber du willst nicht Kanuma kaufen? Oder kaufst du Kanuma? Ich kaufe immer Kanuma. Ich tue meistens plus minus 10% Kanuma dazu. Okay. Das ist so, wie soll ich sagen, das ist so auch eine emotionale Geschichte. Es gehört einfach ein bisschen genau. So drin, oder? Ja. So wie Zakadama. Ja, ich tue überall so. Aber Grundsubstrat ist eben das Mineralsubstrat. Und wie gesagt, die Idee ist nicht von mir, sondern die ist von Walter Pall aus Deutschland. Der macht das aber schon seit 20 Jahren. Ich glaube, das ist entstanden, wenn ich es recht im Kopf habe, ist das entstanden aus der Situation, wo die EU gekommen ist, dass die in Deutschland nicht mehr haben können, die Erden einführen. Aha. Weil die ja dann versäuert sind von Käfer. Mhm. Obwohl bei 400 Grad brennt. Also da ist sicher nichts mehr drin. Ja, eigentlich nicht. Nein. Aber die haben das nicht mehr dürfen einführen. Ich glaube, das war die Ursache gewesen, warum dass der Paul damals auf die Idee kam, glaube ich. Bin aber nicht ganz sicher. So, und jetzt gehen wir natürlich, meine Damen und Herren, auch da. Wisst ihr, ich brauche da ein schweres Gefährt. Ich habe nicht Zeit, um jedes Mal so beibehebeln. Weil, wie gesagt, Zeit. Du hast das schon mal gesehen. Ich habe das schon gesehen. Du bist schon mal da gewesen, gell? Ich habe das schon gesehen. Also. Also wenn ihr ein Scheibensubstrat möchtet, da, so sieht es näher aus. Aber was erreicht man so, dass man es eben auch viel besser kann entfalten kann? Also so, einmal. Und jetzt wird das Ganze, dass es noch etwas besser anwachsen tut. Nachher. Da sehe ich, habe ich rumgeschnitten.
Also für all die, die Angst haben, sie machen den Bonsai kaputt, soll das ein bisschen eine Aufforderung sein, eine Spur frecher zu werden. Es ist, wenn sie so durchwurzelt ist, wenn ein Baum 3-4 Jahre im gleichen Substrat drin war und so einen Wurzelpilz hat, wir haben jetzt Mitte Juni, wir haben 30 Grad und glaubt mir, ich würde nicht den Baum umsetzen, wenn ich den Baum kaputt gehen würde. Also man muss das nicht alles immer im Frühling machen, ich kann das auch nicht bei dieser Anzahl Bäumen. Wichtig ist, wenn man ihn einsetzt, dann, dass man dann wirklich einfach für 4 Wochen am Schatten hat. Der braucht jetzt einfach wirklich einen Schattenplatz. Aber mit so einem intensiven Wurzelballen, vielleicht hebst du dann noch einmal in die Kamera. Ihr seht, das ist so voll, das ist ein Filz und da passiert nichts mehr. Also der könnte ja so jetzt um 2 Stunden der Sonne stellen, da wird nichts passieren. Schau mal das an. Ein Filz. Das ist das, was wir suchen eben. Feine Verwurzelung. Und das zählt für jeden Baum. Also keine Angst, meine lieben Bonsai-Freunde. Es ist nicht die letzte Stunde von dem Baum. Der wird noch lange da. Der wird noch lange leben. Welche Seite, Javier? Ist gut da? Wenn ich jetzt. Bin ich Front? Oder bist du Front? Du bist jetzt. Ich bin Front, jetzt ist gut. Jetzt bist du Front. So, dann tun wir den hier noch ein bisschen eindrücken. Festbinden, da bitte ich euch alle, macht das. Ich mache das auch erst, ich mache seit über 30 Jahren Bonsai. Und anbinden tue ich das erst etwa seit 15 Jahren. Okay. Vielleicht seit 10 Jahren, vielleicht sogar. Dann habe ich auch an einem Tag wie heute habe ich 10, 15 Azaleen umgesetzt. Am Abend ist es gewittern. Und am nächsten Tag waren 3/4 von diesen Azaleen nicht mehr in der Schale. Hat es mir alle vom Wind verweht, hat es mir alle aus den Schalen rausgenommen. Und seitdem, eben aus Erfahrung wird man klug, seitdem tue ich Bonsai anbinden. Ja. Es gibt Leute, die nehmen den Draht nach, ja, ich sage jetzt, nach ein paar Monaten oder nach ein paar halben Jahren so, gibt es Leute, die nehmen den Draht weg, weil sie das Gefühl haben, er ist ja jetzt drin, er ist. Und es braucht ihn nicht. Lass ihn hier dran oder nimmst du ihn auch weg? Ich nehme ihn dann weg, wenn er mich ästhetisch stört. Es ist rein ein ästhetisches Problem. Okay. Weil da haben die Leute recht oder die meisten recht. Also nach einem halben Jahr ist er mehr oder weniger angewachsen. So. Könnte man ihn rausnehmen. Aber auch da ist es halt wieder eine Zeitfrage. Wenn ich 5 Bäume habe, dann mache ich das sehr gerne. Da will ich auch wieder ran, habe ich am Anfang des Films ja gesagt. Ich will wieder zurück an die 50 Bäume. Dann kann ich mich jedem Baum einen Tag lang widmen und kann das machen. Ja. Und dort hin will ich wieder. Und solange das nicht der Fall ist, bleiben sie halt, dann drin. Also ich nehme es auch nicht weg. Bei mir bleiben sie auch drin. Und wenn ihr Bäume kauft, ist das im Fall ein Zeichen von Handarbeit und von guter Qualität, wenn ihr einen Baum habt, den ihr könnt so aufnehmen könnt. Weil er wächst besser an, wenn der Wind schüttelt da. Das ist praktisch nicht mehr möglich, wenn er richtig angezogen ist. Und von daher würde ich halt immer anbinden. Also das ist, auch beim Kaufen ist das immer ein Zeichen. Wohl, da hat sich einer Mühe gegeben, der hat das von Hand gemacht. Ist nicht irgendwie aus Holland, aus Mistral, Massenproduktion, sondern ist auch gut. So. Weil das merkt man, das habe ich auch schon gesagt in einem Video. Man merkt den Unterschied zwischen Massenproduktion und das merkst du gut. Merkt man sehr gut. Aber für die kein Geld haben oder sich das in dieser Form nicht wollen oder nicht können leisten, kann auch Massenproduktion sehr interessant sein. Ja. Das tue ich bei mir immer ein bisschen propagieren. Habt keine Angst, eure Lieblinge sind zäher als ihr meint. Wenn ihr umgesetzt habt, ich gebe frühestens nach 3 Wochen Dünger. Ja. Voran gibt es bei mir
Frühestens habe ich gesagt, gibt es bei mir keinen Dünger. Sonst 4 Wochen ist okay. Verstecken. Ihr seht, wenn man es richtig bindet oder richtig anbindet mit dem Draht, dann sieht man auch einen Draht nicht einmal mehr. Von daher kann man das auch so finden. So. Vorderseite wieder. Alles keine Hexerei und glaubt mir, kommst du wieder mal vorbei, dann führen wir den Baum wieder vorführen. Das spezial japanisches Werkzeug. Genau. Da steht sogar drauf, mit welchem Flüger das es gekommen ist. Ganz klein, die genau schauen können, sehen hier Brockenstube. 1,50. Alles scharfe Werkzeug, die ihr im Boden braucht, mit dem Mineralsubstrat, mit Lehm, mit Akatama, geht euch sehr, sehr schnell kaputt. Ja. Und da macht es keinen Sinn, wenn man teures Werkzeug nimmt. Wie gesagt, Brockenstube, Franken 50. Und dann ist das für mich wirklich für 20 Bäume, mag das aushalten, vielleicht sogar mehr. Ja. Und damit kann ich es ersetzen. Wenn ich da richtiges Werkzeug nehme, setze ich 150 Franken in der gleichen Zeit ins Amt und das reut mich dann wirklich. Genau. Das macht für mich nicht wirklich Sinn. Genau. Ich arbeite gerne mit gutem Werkzeug, dort was nötig ist, was wirklich nötig ist. Dort musst du gutes Werkzeug haben, dort musst du auch Geld in die Finger nehmen. Aber für so Sachen bin ich halt genau der Meinung, das ist nicht nötig. Genau so. Es ist wirklich wichtig, einfach zu unterscheiden, wo was gebraucht wird.